Hallo und ein herzliches Willkommen aus dem Pferdezentrum in Stadtpauern. Seit jeher sind ja bei uns die Vielseitigkeitskurse sehr beliebt. Und da ist auch die Frage aufgetaucht, welche Vorkenntnisse für den Kurs, für den Einsteigerkurs hier im Pferdezentrum vonnöten sind. Dazu Kursleiter Oberstleutnant Ferdinand Groy. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott aus Stadtpauern. Die Mindestanforderung für diese Kurse würde ich sehen, im Überwinden eines EPA-Kurs, also 80 cm in flüssiger Form. Und da würden wir ja gerne anhand des Rittes oder anhand des Trainings von der Stephanie und der Selavi das Ganze ein bisschen anschaulicher besprechen. Ja, finde ich eine gute Idee. Schauen wir uns das an. Grundsätzlich ist zu sagen, dass im Parcours ein gleichmäßiger Rhythmus gefragt ist, eine möglichst ruhige, aber effektive Hand, die das Pferd nicht stört, und das Mitgehen über dem Sprung ist hier, wie wir bei dem Reiter, bei der Reiterin sehen, auch geschmeidig und genügend deutlich. Hier sehen wir das Gelände mit den Anforderungen der Stufen. Diese Stufen sind vom Bewegungsablauf sowohl für den Reiter als auch für das Pferd etwas Neues, weil das Pferd den ganzen Körper auf die Höhe der nächsten Stufe hochbringen muss. Das heißt, es muss den Hals lang machen können, um die Hinterhand nachziehen zu können. Und der Reiter darf mit dem Zügel das Pferd nicht stören. Beim Bergab ist wieder ganz wichtig, dass das Pferd den Hals lang machen kann und sich nur praktisch hinunterfallen lässt. Darum ist es günstig, am Anfang aus dem ruhigeren Tempo zu üben, sodass die Pferde lernen, nicht hinauszuspringen, sondern rationell nur sich runterfallen zu lassen. Hier sehen wir das Anreiten schon aus dem Galopp. Flüssig, ja, schön durchpariert und auch wunderbar gelöst, das Bergab mit nicht übermäßigem Rausspringen. Je mehr der Reiter hier gegenhält, desto mehr Spannung baut er auf und desto mehr springen die Pferde mit unnötigem Kraftaufwand hinaus. Hier haben wir das Wasser. Wasser ist auch für die Pferde eigentlich etwas Unnatürliches. Man muss die Pferde immer unter günstigen Bedingungen an das Wasser gewöhnen. Grundvoraussetzung ist ein guter Boden, sodass sich die Pferde sicher fühlen. Und hier in Stadlbauer haben wir jetzt einen komplett neuen Boden, der von den Pferden super angenommen wird. Wir sehen hier einen gleichmäßigen Trab durch das kühle Nass. Ja, auch belohnen immer wieder, wenn man etwas gut gelöst hat, wenn die Pferde sich brav auf die Anforderungen des Reiters eingestellt haben. Auch beim Wassereintritt Kontakt zum Pferdemaul, aber nicht das Pferd bremsen. Ja, das ist die Kunst, dass ich das Pferd führe, aber nicht behindere im Vorwärtsdrang. Das ist vor allem bei diesem Wassereinritten ganz, ganz wichtig. So muss ich auch im Bewerb beim Abgehen mir schon vornehmen, wo ich das Pferd aus dem Tempo zurücknehme und ab welchem Punkt ich dann wieder beginne zum Zureiten. Hier haben wir die Gräben, da ist auch Stallbauer wunderbar geeignet mit den verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Dieser Graben, den wir eben gesehen haben, ist nicht tief, sodass die Pferde auch, wenn es notwendig sein sollte, im Schritt durchgehen könnten. Das Anreiten soll energisch sein, auch wieder mit ruhiger Hand, um die Pferde nicht zu stören. Der zweite Graben, den wir hier sehen, ist schon etwas tiefer. Das Pferd macht auch einen etwas mächtigeren Sprung. Und hier ist wieder der Vorteil,
routiniertes Pferd und jetzt speziell, wenn man das aufs Geländereiten bezieht, unroutinierter Reiter. Das Pferd schafft oder verleiht dem Reiter Vertrauen und der Reiter wird auch nach dem gelungenen Überwinden immer wieder sicher und energisch auf die Gräben zureiten. Falls ihr noch Fragen habt bezüglich Vielseitigkeitstraining im Pferdezentrum Stadl-Paura, könnt ihr uns diese gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wir würden uns natürlich auch freuen über einen Daumen nach oben und wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal hier auf Pferdezentrum TV.